die Kinderreporter von der Stadtbibliothek Bielefeld und wir haben heute ein Interview mit Sarah Welk. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, Bücher zu schreiben? Auf die Idee gekommen bin ich schon als Kind, weil ich da schon so wahnsinnig gerne gelesen habe. Aber ich wusste gar nicht, dass das so ein richtiger Beruf ist, Bücher schreiben, als ich Kind war. Und dann, als ich erwachsen war und das wusste, da habe ich mich dann erstmal nicht mehr getraut, weil ich dachte, ich kann das vielleicht gar nicht gut genug. Und deshalb habe ich erstmal andere Berufe gemacht. Aber als ich dann selber Kinder hatte, da dachte ich, jetzt probiere ich das nochmal. Und dann habe ich das erste Buch, Ziemlich beste Schwestern, Quatsch mit Soße, habe ich für meine Töchter eigentlich geschrieben. Und ich dachte, wenn es sonst keiner haben will, die beiden finden es dann ja vielleicht trotzdem gut. Wann haben Sie angefangen, Bücher zu schreiben? Oh, das mache ich noch gar nicht so lange. Und zwar habe ich mein erstes Buch erst geschrieben 2018. Also eigentlich erst vor ein paar Jahren. Und davor hatte ich andere Berufe. 6 Jahre. Genau. Wie viele Bücher haben Sie schon geschrieben? Also insgesamt habe ich jetzt geschrieben 21 Bücher. Wieso ist der Titel Ich und meine Chaosbrüder? Den Titel, den haben wir uns zusammen ausgedacht. Ich und der Verlag. Also der Verlag sind ja die Leute, die die Bücher tatsächlich machen. Und wir haben ziemlich lange überlegt, wie man das am besten nennen kann. Und irgendwann hatte eine aus dem Lektorat dann die Idee, die hat gesagt, das passt doch super, weil diese drei Brüder sind ja total chaotisch. Ne? Die machen ja wirklich, wirklich viel Quatsch. Und dann dachten wir, das ist super. Gibt es die Chaosbrüder wirklich? Nee, die Chaosbrüder gibt es so nicht wirklich. Die habe ich mir ausgedacht. Aber ich habe auch selber zwei Brüder. Und deshalb sind ein paar Sachen natürlich schon so, dass ich schon sehr genau weiß, wie das ist mit Brüdern. Hast du einen Lieblingscharakter im Buch? Also, ich finde die drei Jungs natürlich schon super, Bela, Ben und Henry. Aber wer auch noch mein Lieblingscharakter ist, ist Lolo, der Kioskbesitzer. Im Buch gibt es einen Zahnarzt, Dr. Beiß. Der ist ganz schön gemein. Also gehst du gerne zum Zahnarzt? Oh, also früher bin ich nicht so gerne zum Zahnarzt gegangen. Und meine Brüder übrigens, meine Chaosbrüder, sind auch nicht so gerne zum Zahnarzt gegangen. Und mein kleiner Bruder, der hatte so eine feste Zahnspange, der hat dem Zahnarzt mal so in die Hand gebissen, dass meine Mutter und er sofort nach Hause gehen mussten, weil der so sauer war. Fällt mir nur gerade ein. Und jetzt gehe ich aber eigentlich sogar ganz gerne zum Zahnarzt, weil ich jetzt nämlich zu einer ganz netten Zahnärztin gehe. Und die macht das immer alles so vorsichtig, deshalb finde ich das jetzt gar nicht mehr schlimm. Wie viele Bände gibt es schon? Ist ein neues in Planung und haben Sie einen Lieblingsband? Also, es gibt 5 Bände von den Chaosbrüdern und es ist im Moment kein neuer Band in Planung. Also, anders gesagt, eigentlich ist ein bisschen schon einer gedacht. Ich wollte gerne eigentlich noch einen Weihnachtsband schreiben von den Chaosbrüdern. Aber jetzt gerade schreibe ich an einem anderen Buch. Und dafür brauche ich noch ziemlich lange und erst danach kann ich das dann irgendwann machen, deshalb mal gucken. Und dann war deine Frage noch, ob ich ein Lieblingsband habe, ne? Von den Chaosbrüdern. Also, ich glaube, ich mag die alle gerne, aber welchen ich vielleicht fast am meisten mag von den ganzen ist, Achtung, fertig, Ferien, weil da eine Szene drin ist, die habe ich mir selber natürlich ausgedacht, aber die ist so, dass ich jedes Mal selber lachen muss noch, wenn ich das lese. Und das ist ja eigentlich ein bisschen lustig, wenn ich den Witz mir selbst ausgedacht habe. Wurde eines Ihrer Bücher, also von den Chaosbrüdern und von den ziemlich besten Schwestern, schon mal verfilmt? Verfilmt wurden die Bücher noch nicht. Auch von den anderen jetzt keins, von den Opa-Geschichten oder so. Was allerdings schon passiert, also es gibt die als Hörbücher und als Hörspiele auch, die Chaosbrüder. Und was auch ist, es wurden von den Büchern schon ein paar Bücher auch in andere Sprachen übersetzt. Das heißt, dass man die in anderen Ländern kaufen kann. Also in, lass mich mal überlegen, Südkorea und in Russland und in Tschechien und in, ich glaube, noch 2 oder 3 Länder. Mir fällt es gerade nicht ein. Ach, in der Türkei. Wurde eins Ihrer Hörbücher oder Bücher schon mal berühmt? Ja, also es ist schon so, dass sich die Bücher schon ziemlich, ziemlich, ziemlich viele Kinder haben sich die gekauft oder gewünscht oder so. Also so ungefähr, ich glaube, so ungefähr 250.000 Bücher sind etwa verkauft worden von meinen Büchern. Was war Ihr größter Erfolg? Das Buch, was sich am meisten verkauft hat von den ganzen, die ich geschrieben habe,
war das allererste, was aber auch damit zu tun hat, natürlich, dass es das schon am längsten gibt. Also das heißt, das kann man jetzt ja immer noch im Buchgeschäft kaufen. Und das war Ziemlich beste Schwestern, Quatsch mit Soße. Was war das Beste, was du in deiner Kindheit erlebt hast? Ui, das Beste, was ich in meiner Kindheit erlebt habe. Das ist aber eine Frage, da muss ich jetzt, eigentlich müsste ich mal richtig nachdenken. Oh, eine Sache fällt mir ein. Also ich hatte wirklich viele schöne Sachen in meiner Kindheit. Wir haben halt auf dem Land gewohnt. Das heißt, ich konnte immer einfach rausgehen nach draußen und spielen. Immer. Und wir konnten da ganz viel machen. Aber was ich jetzt mir gerade einfällt, ist, als einmal Schnee lag, da hat mein Papa gesagt, da hatten wir Schlitten draußen. Und ich wohne halt an der Nordsee, da gibt es überhaupt keine Berge. Das heißt, wir haben die Schlitten immer selber gezogen. Und dann hat mein Papa gesagt, wisst ihr, was wir jetzt machen? Jetzt binden wir die alle hinten am Auto fest. Und dann hatten wir wirklich eine richtig lange Schlittenschlange. Das waren bestimmt 10 Schlitten, die alle hintereinander festgebunden waren. Und mein Papa saß vorne im Auto und ist dann mit dem Auto durchs Dorf gefahren. Und wir saßen hinten auf unseren Schlitten. War natürlich auch ein bisschen gefährlich, aber wir fanden das richtig toll. Und es ist keinem was passiert. Ist er schnell gefahren? Nee, er ist nicht so schnell gefahren. Das wäre vielleicht zu gefährlich gewesen. Glauben Sie an Monster und hatten Sie als Kind Angst vor Monster? Ja, also jetzt glaube ich nicht mehr so richtig an Monster. Aber als Kind hatte ich ganz oft Angst. Und zwar abends, wenn ich im Bett lag, wirklich. Ich habe Ewigkeiten, bin ich jede Nacht rübergegangen zu meinen Eltern ins Bett, weil ich mich so gegruselt habe. Und dann habe ich immer, ich hatte ein Etagenbett mit meinem Bruder zusammen, wir hatten ein Zimmer. Und dann habe ich immer oben gelegen und er unten. Und dann, wenn ich dann nachts da lag, dachte ich immer, der liegt unten gar nicht mehr. Da liegen jetzt stattdessen Männer mit grauen Hüten und Anzügen. So habe ich mir die vorgestellt. Bescheuert. Ich weiß gar nicht, warum ich das gedacht habe. Und dann wirklich, mein Bruder hat ja unten geatmet. Und ich habe mich so gegruselt, weil ich mir so sicher war, dass es irgendwas Gefährliches ist, plötzlich, dass ich dann wirklich jede Nacht fast rausgesprungen bin aus meinem Bett, ganz weit nach vorne, und dann rübergerannt bin zu meinen Eltern. Warum findest du es wichtig, dass Kinder lesen? Ich finde Lesen wichtig, weil ich selber so wahnsinnig gerne lese. Weil das ist für mich wie ein Ausflug im Kopf. Also als wäre ich ganz woanders. Und das macht mir solchen Spaß. Und das macht mir auch so oft, hat mir das schon, wenn ich was gelesen habe, hat mir das schon Mut gemacht oder so. Weil immer, ich lese so oft Geschichten, wo ich dann denke, guck mal, die haben das, dieselben Probleme wie ich oder dieselben Sachen finden die schwierig und die haben das schon gelöst. Die hatten schon eine Idee dazu. Und deshalb finde ich, Lesen ist mit für mich was vom Allerschönsten. Und meine Tochter hat mich vor kurzem mal gefragt, wenn du dir aussuchen müsstest, Mama, ob du nicht mehr lesen kannst oder nicht mehr schreiben in deinem ganzen Leben. Auf was würdest du verzichten? Und dann habe ich sofort gesagt, also dann würde ich sogar lieber aufs Schreiben verzichten, obwohl mir Schreiben auch, obwohl ich das ja so gerne mache, aber aufs Lesen zu verzichten, das könnte ich fast gar nicht. Danke für dieses Interview und viel Glück bei der Lesung. Vielen Dank, ihr kommt auch gleich, ne? Habe ich gesehen, dass für euch reserviert ist vorne. Schön, ich freue mich. Danke, dass ihr das so toll vorbereitet habt. Und die drei gehen mit ihrem Papa zum Zahnarzt. Ich kau keine Bluttabletten, kreischt Ben. Und Dr. Beiß guckt nicht in meinen Mund. Mein kleiner Bruder geht nicht so gerne zum Zahnarzt, sage ich zu den anderen Leuten im Wartezimmer, weil irgendwie ist mir das ein bisschen peinlich. Die meisten lesen aber einfach weiter in ihren Zeitschriften und tun so, als hätten sie gar nichts mitgekriegt. Nur die Frau an der Tür schüttelt den Kopf und drückt den Namensschild wieder gerade und auf dem steht Annette Beiß. Das ist also die Frau vom Zahnarzt. Und dann fragt sie mit so ganz spitzen Lippen, schreit dein Bruder immer so viel? Das müsst ihr aber in den Griff kriegen. Und was sollen denn bitte Bluttabletten sein? Die roten, murmle ich. Und irgendwie finde ich das jetzt richtig doof. Ben schreit zwar schon manchmal rum, aber gerade hat er ja Angst. Und dann ist das ja wohl was anderes. Dankeschön. So, das war das, was ich euch heute vorlesen wollte. Wie hat Ihnen die Lesung gefallen?
Die war schon sehr gut, also. Hast du schon Bücher von Sarah gelesen? Nein, aber ich fange jetzt an.